Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, im letzten Rennen sind wir in Silverstone gefahren. Zumindest in der Alpha Tauri-Karriere. Ja, und wir konnten mit Lawson Platz 6 holen, nachdem wir hier eigentlich ganz gut unterwegs waren auf Richtung Podest. Also, wir waren im ersten Moment mal kurzzeitig Zweiter, nachdem wir Norris und Ocon überholt haben. Und Ocon schießt auf einmal eiskalt mal Show ab. Ne? Also, Lawson war in dem Moment, glaube ich, 13., 14., 12., so irgendwie so im Dreh auf jeden Fall in der Nähe der Punkte. Aber Show hätte halt Platz 2 holen können. Und na, er wurde dann abgeschossen. Und dadurch gab es eine rote Flagge, wodurch Lawson halt das Glück hatte, noch irgendwie ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Ist schade. Wir haben Glück, dass das Auto von Dings nicht allzu sehr beschädigt ist. Das heißt, wir haben noch Motoren und Getriebe, allem drum und haben wir noch. Wahrscheinlich müssen wir nochmal was machen. Das Rennen von Show war auch eigentlich ultra stark. Weil er es geschafft hat, von Platz 16 aus bis nach vorne zu kommen, weil die Strategie auch in dem Moment sehr, sehr gut war. Wir haben ein. Ah, okay. Es gibt neues Chassis dann. Was mich auch sehr gefreut hat, muss ich sagen. So nach vorne so, sich zu kämpfen, sieht man nicht alle Tage. Und. Ja, ich würde mal sagen, diesmal geht es dann weiter mit Ungarn. Gucken, wie das laufen wird. Ja, wir waren kurzzeitig mal verschuldet. Ist okay. So, da müssen wir gucken. Wir haben Alonso natürlich jetzt gescoutet. Wir haben, sind Hamilton am Scouten. Dauert noch zwar 25 Tage. Das heißt, wir haben noch Ungarn und Belgien, bevor wir dann entscheiden, ob Alonso, Hamilton oder Lawson bei uns im Team bleiben. Oder die beiden halt kommen. Ja, Hamilton würde man normalerweise nicht holen, weil wir haben 2025, er wird eigentlich bei Ferrari fahren, was er hier nicht macht. Ja, müssen wir halt schauen. Wir haben 2 Millionen, ist jetzt nicht sonderlich viel Geld. Wir fertigen Chassis und Unterboden an. Müssen wir noch was anders anfertigen? Kann man das nicht besser sehen irgendwie? So, wir gucken mal. Wir haben Frontflügel, 4 Stück. Das ist okay. Wir haben Heckflügel, 4 Stück. Das ist auch okay. Seitenkästen haben wir 4 Stück. Ist auch okay. Unterboden wird noch gebaut. Und wir haben eine Aufhängung müssen wir noch bauen. Damit wir da auch 4 Stück haben. Wir machen auf jeden Fall ein großes Update. Ein Chassis, Frontflügel, Heckflügel und Seitenkasten. Klar, dauert ein bisschen was, ne? Also Frontflügel könnte sogar fast schon, wird sogar vor dem Dings fertig. Dann können wir uns langsam dann an die Forschung machen. Machen wir aber dann auf jeden Fall die Aufhängung noch eine bauen. Aber ich würde dann, bevor wir dann mit der Forschung anfangen, die Leute, die hier, die 4 Leute dann verteilen auf die anderen, damit die auch schneller fertig. Oh, der Heckflügel ist auch dann fertig. Ja, ich werde auf jeden Fall ein paar Leute verteilen, dass wir da auch ganz gut dastehen. Was die Forschung angeht, weil mit einer guten Forschung können wir auf jeden Fall einen guten Schritt für die nächste Saison machen. ATR-Zeit weiß ich gar nicht. Das, glaube ich, sieht gar nicht so gut aus. Einladung zur Schulung. Ja, wird das unsere Leute besser machen? Das Personal? Nö. Nehmen wir nicht teil. Ja, wir müssen auch die Geschwindigkeit ändern. Also wir haben zwar gute Leute. Den Leiter müssen wir auf jeden Fall austauschen. Da müssen wir auf jeden Fall einen besseren noch bekommen. Was sie fragen natürlich, wer würde zu uns wechseln? Ne, ich glaube, nur erst der Aston Martin-Mann würde bereit sein, zu uns zu wechseln. Das sind halt nur 3 Punkte, die wir dann plus machen. Ne, der Rest ist bisher relativ fest an seinem. Ah, ne, wir müssen Leiter hier, Aerodynamikleiter. Da wäre es auch der Aston Martin mit 5 Punkten mehr als denen, die wir jetzt haben. Also, das würde auch einiges bringen. Der Rest ist ja nicht interessiert an einer Verpflichtung. Deswegen würden wir den auch scouten, bevor wir dann am Ende der Saison da was machen. Der Rest hat ja eigentlich schon relativ viele Jahre noch. Ja, den müssen wir vielleicht noch irgendwann machen. Oh, wir müssen einen Trainingsplan benutzen. Das geht auf jeden Fall mal weg hier. Das geht auf Ausruhen. So. Und auch das.
Bei 64%. Ich würde hier zwischen den beiden auf jeden Fall eine Pause legen. Dann gehen wir auf 4. Ey. Ein bisschen was runter und auch hier das würde ich wegnehmen. Und vielleicht noch die letzten drei Fitnessstudios, damit die auf jeden Fall mal sich ausruhen können, weil umso eher die ausgeruht sind, umso weniger Fehler machen sie, was natürlich deutlich angenehmer ist. Aber dadurch werden wahrscheinlich die Boxenstopps etwas langsamer. Aber ein ausgeruhtes Personal ist halt natürlich auch ganz gut. Gerade vor allem, wenn wir jetzt Sommerpause haben. Ja, Boxenstopps sollten ein bisschen langsamer werden. Die Wahrscheinlichkeit liegt mir noch bei 10%. Sie ist natürlich schon da, aber nicht mehr so hoch wie vorher. So, Finanzbericht. Wir gehen mal kurz auf die Finanzen. Kostenlimit. Wir haben noch, glaube ich, 42.000, glaube ich, ne? Ja. Wir haben noch 42, nee, 42 Millionen haben wir sogar noch zur Verfügung. Was eine Menge Geld ist eigentlich. Aber wir müssen halt ein paar Sachen natürlich bauen. Wir müssen noch einen Motor kaufen, müssen das noch kaufen. Das wird alles ein bisschen, ja, dramatisch. Unterboden wird knapp. Hä, wir sind noch Unterboden am Bauen. Es dauert halt nur Ewigkeiten, bis die Motoren fertig sind. Haben wir eigentlich ein Chassis fertig? Und Chassis werden auch gebaut. Ja, wollte gerade sagen, Chassis werden auch gebaut. Na, guck mal, hier wird doch alles richtig gut fertig. Das heißt, Lawson sollte auch ein neues Chassis bekommen. Entwurf für den Heckflügel ist fertig. Das ist super. Damit könnten wir die Leute, die wir jetzt natürlich frei haben, richtig verteilen. So werden die natürlich auch schneller fertig, dass wir nach Zandvoort reisen mit einem richtig guten neuen Update. Klar, das wird dann auf jeden Fall aber krass. Dass wir dann. Uiuiui. So, Regeländerungen. Sportlich. Die Zeiten würden anders werden. Unsere Zeiten würden erhöht werden bei beiden. Und wieder zu dafür, ne? Also, aktuell sind wir schlecht. Mit Platz 7. Was heißt schlecht? Wir sind halt im Mittelfeld. Ne? Nach oben geht kaum was, nach unten geht auch kaum was. Deswegen Platz 7 ist schon relativ fest für uns. Und klar, wenn die Rennen natürlich so weiterlaufen, wie sie aktuell laufen, wieso sollte das nicht stark werden? Obwohl, wir kriegen auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, kriegen wir das Update schon hin für 4. Ich würde mal 6 Frontflügel bauen. Aber jetzt ist ja einer der letzten Updates. Und auch 6 Heckflügel bauen. Das könnte sogar reichen, dass Dings die benutzen kann. So, hier haben wir jetzt 6 Leute drin. Hier packe ich eine Person noch dazu. Hä, wieso haben wir nur 10 Leute? Okay, aber wir sollen erstmal jetzt machen, was wir. Dass sie fertig besorgen. Machen es lieber so, weil jetzt können wir halt die Forschung anfangen. Und zwar, was ändert sich? Große technische bei Unterboden, bei Aufhängung, Frontflügel, okay, Unterboden auf jeden Fall. Wir haben keine ATR-Zeit, ne? Nee. Dann würde ich eher doch was auf die Aufhängung erstmal gehen, dass wir die sichern. Weil 50% wird reduziert. Was schon sehr viel ist. Das heißt, wir werden uns als größtenteils wieso jetzt auf die Forschung jetzt fokussieren. Eine Person, 1,3 Millionen. Und das wird jetzt extrem viel Geld kosten, die Forschung. Aber das müssen wir halt jetzt eingehen, damit wir für nächste Saison halt nicht mehr so abbauen, wie wir es gemacht haben. Der Rennsimulator ist fertig, damit sollten die Fahrer stärker werden wieder. Hoppala, ich bin voll gegen das Mikrofon gekommen. Also gegen den Mikrofon. Halter. So. Dann sollte eigentlich, wollte gerade sagen, Show ein Update bekommen als Auto. Front- und Heckflügel. Bringt jetzt im Vergleich jetzt nicht so viel dafür, aber
Lawson bekommt ein neues Update, was eigentlich nicht so stark ist vom Chassis her. Front- und Heckflügel funktioniert leider, glaube ich, auch nicht. Das dauert nochmal 3 Tage und damit ist es am Montag erst fertig. So, wir probieren auf jeden Fall ins Q2 zu kommen. Dann machen wir das auch noch. Das heißt, wir müssen zweimal hintereinander ins Q2 kommen, was auf jeden Fall immer möglich ist. Endplatzierung Platz 14 nehmen wir auch mal an, weil dann würden wir halt einen Gewinn machen von knappen 600.000, 700.000, aber einen Verlust nur von knappen 50.000. Und das, ja, würde ich sagen, kann man verkraften. Ich würde hier auch wieder Goethe fahren lassen beim Training. Weil Ungarn ist ja in der Regel auch eine Testfahrt. Oh, Regen im Qualifying wird interessant. Obwohl, ne, wir lassen Cho da. Obwohl, Cho müsste eigentlich die Teile lernen, ne? Deswegen ist es besser, wenn Lawson das macht. Lawson muss zwar auch ein bisschen seine Teile lernen, aber jetzt nicht so extrem. So ein bisschen mehr Flügel. Weil ist Ungarn. Ungarn ist immer ein bisschen schwer zu überholen. Sollte aber trotzdem machbar sein. Ich glaube, Belgien ist, glaube ich, wieder eine Dingsfahrt. Ungarn ist, glaube ich, wieder... Nicht Ungarn. Spa ist, glaube ich, wieder ein Dings. Ein Sprintrennen. So, das Setup sieht gar nicht mal so schlecht aus. Eieiei. So, wir geben dem mal ein bisschen... weniger Heckflügel. Dann sollte der Rest eigentlich ganz gut gerade dastehen. Klar, ja, die Motoren und so, die sind halt jetzt aktuell nicht so stark. Ja, so soll es auch mal wieder in Ordnung sein. Lawson darf mal das erste Mal wieder fahren. Ich will ein bisschen Goethe halt aufbauen. Autsch. Okay, hoffen wir mal, dass jetzt es besser wird, wenn wir die neuen Teile, die Teile einbauen. Das hoffe ich auf jeden Fall mal, damit wir dann schneller werden. Ich bin gerade überlegen, wann wir halt die neuen Motoren und so bauen, holen. Weil hier in Belgien werden wir auf jeden Fall auf den neuen Motor umsteigen. Vielleicht holen wir uns da auch schon ein neues ERS für Lawson. So, wie kann man dieses Setup noch verbessern? So, minimal nur. Hier ist auf jeden Fall die Traktion. Sollte auf jeden Fall auch ein bisschen besser sein. Und jetzt gucken wir mal. Streckengewöhnung ist natürlich jetzt nicht so extrem gut. Autokenntnis auch nicht mehr so gut. Naja. Manchmal ist es, glaube ich, gar nicht so gut, ein großes Update zu bringen, weil sie müssen erstmal die Teile erstmal neu lernen. Aber okay, wir sind wieder ein bisschen weiter vorne. Ja, man merkt halt wirklich schon, wenn Motoren... ERS und Getriebe ein bisschen abgenutzt sind, dann ist man echt nicht mehr so schnell. Ja, zwischen Training und Qualifying dauert es immer Ewigkeiten zu laden. Ich weiß nicht warum, aber man hat sich dran gewöhnt mittlerweile. War am Anfang nicht so. Ich weiß nicht warum. Das aber nur so ein bisschen langsamer geworden ist. Aber wir haben halt Regen. Oh, wir haben ja dieses Qualifying, okay. Setup. Ja, okay, wir könnten nochmal eine Stufe mit der Dings höher gehen. So. Dann probieren wir mal unser Glück. Wir müssen natürlich schauen, wann der Regen kommt. Es kann hier richtig gut nach vorne gehen, kann aber auch richtig gut nach hinten gehen. Regen in 5 Minuten. Bedeutet eigentlich so spät wie möglich rausfahren, um die besten Streckenverhältnisse zu haben. Aber es will jetzt, glaube ich, jeder Rad rausfahren. Ja.
Okay. Wir sind relativ früh. Aber hier hat halt jeder gut Windschatten von jedem, ne? Auf diese Runde kommt jetzt an. Mehr Versuche hat man nicht. Klar, wir könnten jetzt Lawson opfern, so gesehen, und sagen, hier, du fährst jetzt schlecht. Und alle anderen hinter sich auch zu halten, damit Lawson auf jeden Fall weiterkommt. Aber das bringt ja auch nichts. Vielleicht kommen wir auch so schon weiter, ne? Das ist immer die Frage. Wir haben aktuell einen sehr, sehr guten Abstand zu dem Haas. Und der erste Sektor von Show ist auch übelst gut gewesen. Da muss erstmal jetzt ein Mercedes oder irgendwie ein Aston Martin oder so kommen, um überhaupt die Zeit zu schlagen. Show holt auf jeden Fall gut auf den Haas auf. Nur Lawson sieht halt nicht so extrem gut aus. 27,4, 26,0, ja. Kannst etwas schneller. Lawson, letzter erstmal. Bin mal gespannt. Wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Fahrer geschlagen. Show sollte sicher durch sein schon. Wenn einer noch eine schlechte Runde hinlegt, dann hat Lawson auch noch die Chance. Ne, Lawson ist raus. Aber wie hat jetzt kommt Regen, der bleibt. Mit Platz 16, ja, ist es okay. Ist zwar schade, dass Lawson raus ist, aber ja, was will man machen? Warum Tsunoda? Du hast keine Chance mehr. Die Strecke ist ultra nass. Aber Williams und Alfa Romeo sind draußen. Das ist krass. Hätte jetzt auch nicht so erwartet. Wieso fahren die überhaupt? Es wird ein relativ schnelles Qualifying und Tsunoda fährt schon wieder raus. Leute, ihr verbessert euch nicht mehr. Die Strecke wird nicht mehr trocken. Der Regen bestimmt das Qualifying diesmal. Ja, wird sogar noch mehr nass. Oh, kommst du noch? Willst du mal rausfahren? Was nichts bringt. Da verstehe ich echt nicht, warum die überhaupt jetzt rausgefahren sind nochmal. Wenn man die erste Runde im Trockenen fährt und danach kommt Regen, hat man keine Chance mehr, sich zu verbessern. Verstappen 9 Runden gefahren. Warum fahren die so viele Runden? Klar, man kann im Regen immer trainieren, aber wenn das Rennen im Trockenen stattfindet, bringt das nicht allzu viel. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Strecke wird. Wird die trockener? Es wird am Ende trockener. 10 Minuten. Da würde ich auf jeden Fall mal auf die Trockenreifen wechseln. Rausfahren bringt jetzt relativ wenig. Ne, die Strecke wird halt hoffentlich trocken bis dahin. Ah, das machen alle. Super. Ja, okay, nicht alle. Prochet denkt sich, er fährt zu Sicherheit mal eine Runde. Okay, jetzt kommen alle raus. Okay, das ist auch interessant. Die Strecke wird jetzt rapide trocken. Deswegen, ich warte wirklich so, dass wir... Wir haben zwar nur einen Versuch wahrscheinlich dann. Ey, Strecke, werde bitte trocken. Aber die haben halt auch noch genügend... Oh, Prochet... Ich weiß nicht, haben wir alle noch genügend Zeit, da nochmal zu fahren? Oh, der fährt jetzt schon mit Trockenreifen. Das finde ich extrem krass. Ich würde auf jeden Fall warten, bis die Strecke auf jeden Fall fast komplett trocken ist. So, jetzt so langsam. Wir nehmen uns den Alpine. Man muss natürlich auch hoffen, dass man eine freie Runde hat. Der Haas könnte dann ein bisschen im Weg sein. Aber wenn man zu früh rausgefahren ist, wie Prochet zum Beispiel, der hat zwar gerade aktuell eine gute Zeit, weil er der Erste ist mit Trockenreifen. Aber muss man schauen. Ah, super erster Sektor. Oh, der Regen. Es kommt wieder Regen in einer Minute. Das sollte aber trotzdem funktionieren, weil wir die Runde fast beendet haben. Und selbst wenn es anfängt, leicht zu nieseln, ist das immer noch für uns okay. Die Runde ist perfekt. Wir sollten damit ins Q3 kommen. Aber nur auf Platz 6.
Nicht so stark wie erwartet, aber wir haben es geschafft. Oh, Perez könnte raus sein. Ja. Diesmal hat es einen Mercedes erwischt sogar. Ein Mercedes, beide Haas, ein Aston Martin und ein Alpine. Das war auf jeden Fall eine gute Runde von Sainz, ne? Nochmal Inters. Bin mal gespannt, wie viel Rahmen Trockenreifen. Wir haben 3 Trockenreifen. Meine Strategie wird auch sehr interessant fürs Rennen dann. So, Strecke. Wir sollten jetzt rausfahren. Die Strecke wird nämlich nur noch dümmer. Ja, nein. Oh, das hat das Spiel sich wieder ein bisschen aufgehangen. Wir können halt da jetzt nicht viel machen. Das Ding bleibt jetzt erstmal. Ich hoffe, das ändert sich gleich wieder nach dem Qualifying. Tut mir leid jetzt. Ich werde das Qualifying jetzt nicht nochmal neu starten. So, da sind wir wieder. Und ja. Ihr habt das Spiel mal neu gestartet. Es war viel, viel Glück jetzt dabei, weil der hat das abgespeichert an Q3. Das heißt, wir haben Q1 und Q2 bleiben so, wie sie sind. Q3 müssen wir halt jetzt nur einmal neu simulieren. Ich gucke jetzt einmal nicht da oben drauf, wie das Wetter wird. Nur hoffen wir mal, dass wir eine gute Runde hinbekommen. Ich weiß auch leider nicht, wie viel da wir geworden sind im letzten Mal. Ich habe es zu Ende laufen lassen, aber danach blieb das leider immer noch so. Das ist immer eine Gefahr, da oben drauf zu drücken, merke ich. Ich hoffe, die Runde ist gut. Weil, wie gesagt, wir müssen danach vielleicht noch mal versuchen rauszufahren. Wenn die Strecke noch in Ordnung ist, kann man es noch mal probieren. Ja, viele haben jetzt Windschatten halt, ne? Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Aber wir haben halt jetzt vielleicht in dem Moment die besten Streckenverhältnisse, weil sie noch trocken ist. Aber ein bisschen halt langsam auch der Kran. Das ist halt der große Nachteil. Deswegen mal schauen, wo wir am Ende stehen. Obwohl Top 10 wieso schon für uns ziemlich gut ist. Wir fahren 1.19.7. Die anderen beiden waren schneller. Auch noch schneller. Verstappen war langsamer. Leclerc. Oh, beide Red Bull langsamer sogar. Das ist ein kleines Wunder. In 4 Minuten wird die Strecke. Jetzt gucken wir doch mal rein. Die Strecke wird auf jeden Fall wieder mehr nass. Ich würde die Reifen behalten. Vielleicht abwarten. Vielleicht kriegen wir auch einen Windschatten hin. Ich weiß, dass die Konkurrenz auf jeden Fall nochmal rausfährt. Aber die Strecke wird halt immer mehr nass. Das ist ein Nachteil. Wir haben Gasly. Wir haben Gasly. Wir haben Aston Martin. Den nehmen wir. Bin mal gespannt jetzt. Die Strecke ist noch voll und ganz in Ordnung. Aber wir haben jetzt ein bisschen Windschatten. Was natürlich auch jetzt ein bisschen helfen sollte hier. Dabei. Die Red Bulls fahren allein. Ein Red Bull hat einen Windschatten von einem Mercedes. Von Ocon, der uns jetzt mal abgeschossen hat. Strecke sollte, aber eigentlich sollten wir uns nicht so nicht verschlechtern, weil die Reifen nicht viel schlechter sind als im ersten Dings. Die Reifen halten ja eigentlich ein bisschen was aus. Die Strecke ist halt schon ein bisschen mehr nass als vorher. Das heißt, Platz 8 wird es wahrscheinlich. Aber damit bin ich auch schon zufrieden. Also es wäre schon ein Wunder, wenn wir uns jetzt wirklich verbessern würden. Ja. Es bleibt dabei. Ja. Wir sind der beste Red Bull. Woo! Das ist auch sehr selten. Ja, rausfahren bringt auch nichts mehr. Platz 8 ist vollkommen in Ordnung. Oh, Russell wird. Ah, nee, Russell kriegt ja die 5. Kriegt er eine 5-Platz-Quidstrafe? Das kann sein. Aber bei 5 Plätze, da wäre er genau bei uns. Vielleicht schaffen wir auf Platz 7. Vielleicht auf Platz 8. Mal gucken. Und es ist Platz 8.
So, die Strategie. Wir haben einen frischen Medium, zwei frische harte und drei frische Soft-Reifen. Ich würde mal mit den Soft auf jeden Fall starten. Aber ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die harten. Da würde ich vielleicht sagen, okay, wir starten mit den Mediums. So, wir starten mit Mediums. Mal eigene Strategie. Medium, gehen dann auf die harten und dann auf die Soft. Hoppala. Ist die Frage, wie lange halten Soft-Reifen, wenn sie normal genutzt werden? Keine 20, also gerade so 20 Runden. Ich würde mal sagen, an der 55. Runde kommen wir rein. Das sind 15 Runden. 25 Runden auf den. Dann haben wir 30 Runden auf den harten. Und dann rocken wir das Ding. Dann machen wir so. Dann sind 17 Runden, 23 Runden und 20, und 30 Runden. Die KI wird natürlich wahrscheinlich wieder eine ganz andere Strategie fahren. Man kennt sie ja. Ist ungefähr gleich schnell mit denen, die wir anders fahren. Oh, hier ist ja schon, hier gibt es sogar schon diese Strategie. Hier gibt es sogar diese Strategie. Die ist halt nur ein bisschen später. Was die Runde, was die Dings angeht. Also das ist schon krass. Also rot, weiß ist rot. Das wäre schon krass, das zu fahren. Aber ich würde eher wirklich diese Reifen sagen. Obwohl wir bei Lawson vielleicht zweimal weiß lieber fahren. Anstatt gelb. Weil Lawson ist auch einer wirklich, der stark seine Reifen verbraucht. Deswegen, oh, komm, wir probieren es mit Mediums. Machen wir die gleiche Strategie wie Dings. Aber wir müssen uns echt, was die Reifen geht, zurückhalten. Das wird nicht leicht, muss man sagen. Bin gespannt, wie das laufen wird.